Jeder schenkt nach seinem Herzen von Stephen Leacock. Es war am Abend vor Weihnachten. Die Familie Jones hatte ihre Nachbarn, die Familie Brown, zum Essen eingeladen. Mr. Jones und Mr. Brown saßen noch bei Tisch, vor sich Wein und Nüsse. Die anderen waren schon nach oben gegangen. »Was schenken Sie Ihrem Jungen zu Weihnachten?«, fragte Brown. »Eine Eisenbahn«, sagte Jones. »Etwas ganz Neues, alles automatisch.« »Wollen Sie uns mal ansehen?«, schlug Brown vor. Jones holte ein Paket von der Anrichte und machte es auf. »Ein patentes Ding, nicht wahr?«, fragte er. »Alles funktioniert automatisch.« »Merkwürdig, dass kleine Jungen so gerne Eisenbahn spielen, nicht?« »Ja«, nickte Brown. »Wie gehören eigentlich die Schienen aneinander?« »Warten Sie, ich zeig's Ihnen«, sagte Jones. »Helfen Sie mir nur erst, das Zeug auf dem Esstisch beiseite zu schieben und das Tischtuch zurückzuschlagen.« »Schön. Nun sehen Sie her. Die Schienen werden so hingelegt und die Enden so miteinander verbunden. Und dann?« »Ah, ich verstehe schon. Und nun entsteht eine Steigung, nicht wahr? Genau das, was den Kindern Spaß macht. Ich habe meinem Willi ein kleines Flugzeug gekauft.« »Kenne ich, die sind großartig. Ich habe Edwin eins zum Geburtstag geschenkt. Deshalb wollte ich ihm jetzt zu Weihnachten die Eisenbahn geben. Ich habe ihm erzählt, der Weihnachtsmann würde ihm diesmal etwas ganz Neues bringen. Edwin glaubt natürlich felsenfest an den Weihnachtsmann. Hier, sehen Sie sich einmal die Lokomotive an. Im Feuerraum steckt die Feder.« »Ziehen Sie sie auf«, sagte Braun eifrig. »Wollen sehen, wie sie läuft.« »Gern«, sagte Jones. »Stellen Sie bitte ein paar Teller zusammen, damit die Enden der Schienen darauf ruhen können. Da, hören Sie einmal, wie sie surrt, ehe sie lossaut.« »Ist doch herrlich für einen kleinen Jungen, nicht?« »Ja«, sagte Brown, »und sehen Sie doch hier die kleine Kette, um das Signal zu geben. Meine Güte, sie pfeift sogar, genau wie bei einer richtigen.« »Wissen Sie was, Brown?«, fragte Jones. »Sie könnten die Wagen aneinander koppeln und ich lasse sie abfahren. Ich bin Lokomotivführer, ja?« Eine halbe Stunde später spielten Brown und Jones noch immer mit der Eisenbahn. Aber ihren Frauen oben im Wohnzimmer fiel ihr langes Fernbleiben kaum auf. Sie waren selbst in Anspruch genommen. »Oh, ich finde sie einfach entzückend«, rief Mrs. Brown. »Wirklich, die reizendste Puppe, die ich je gesehen habe. Ich muss versuchen, ob ich für Ulvina eine ähnliche bekommen kann. Clarice wird ja so begeistert sein, nicht?« »Natürlich«, erwiderte Mrs. Jones. »Und obendrein hat sie noch den ganzen Spaß mit dem An- und Ausziehen. Das mögen sie alle gern. Schauen Sie her, da sind noch drei Kleidchen. Sind die nicht nett?« »Alle schon zugeschnitten. Die Teile brauchen nur noch zusammengenäht werden.« »Oh, wirklich zu süß«, rief Mrs. Brown. »Ich glaube, hier, dieses blass-lila, wird der Puppe am besten stehen, nicht? Bei dem schönen goldblonden Haar.« »Nur finde ich, es wäre noch hübscher, wenn man den Kragen hochstellt. So, und dann vielleicht ein Schleifchen vorne am Ausschnitt, ja?« »Was für ein reizender Einfall«, rief Mrs. Jones. »Wirklich, das müssen wir gleich ausprobieren. Warten Sie, ich habe ihm nur das Nähzeug geholt und morgen werde ich Clarisse erzählen, der Weihnachtsmann habe es selber genäht. Das gute Kind glaubt noch felsenfest an den Weihnachtsmann.« Eine halbe Stunde später waren Mrs. Brown und Mrs. Jones immer noch so eifrig dabei, Puppenkleidchen zu nähen, dass sie gar nicht hörten, wie laut die kleine Eisenbahn auf dem Esszimmertisch herumsurrte. Und was ihre vier Kinder taten, daran dachten sie erst recht nicht. Aber die Kinder vermissten auch ihre Mütter nicht.
Prima, was? Sagte Edwin Jones zum kleinen Willy Brown, als sie in Edwins Schlafzimmer saßen. 100 Stück in der Schachtel, mit Korkmundstück. Und schau da, die Bernsteinspitze. Sie passt genau hier in das Seitenfach. Feines Geschenk für Papi, nicht? Sehr schön, bestätigte Willy. Ich schenke meinem Vater Zigarren. Ja, ich habe auch an Zigarren gedacht. Über Zigarren und Zigaretten freuen sich die Männer immer. Da kann man nie falsch wählen. Hör mal, möchtest du nicht eine von den Zigaretten versuchen? Sie schmecken dir bestimmt. Es sind russische, den ägyptischen Himmel hoch über. Wir würden von der untersten Schicht nehmen. Danke, gern, erwiderte Willy. Ich möchte sie furchtbar gern probieren. Habe erst im vorigen Frühjahr mit Rauchen angefangen, an meinem 12. Geburtstag. Ich halte es für verkehrt, wenn man zu früh mit Rauchen anfängt. Das verdummt nur. Ich habe absichtlich gewartet, bis ich 12 war. Ich auch, sagte Edwin, als sie sich die Zigaretten anzündeten. Für mich hätte ich sie überhaupt nicht gekauft. Es war nur wegen Papi. Ich musste ihm unbedingt etwas vom Weihnachtsmann hinlegen. Er glaubt nämlich felsenfest an den Weihnachtsmann. Unterdessen zeigte Clarissa ihrer kleinen Freundin Ulvina die geradezu hinreißende Bridge-Garnitur, die sie für ihre Mutter gekauft hatte. »Oh, wie süß die kleinen Blocks sind«, rief Ulvina. »Und das hübsche holländische Muster darauf. Oder ist es flämisch, Kindchen?« »Holländisch«, erklärte Clarisse. »Ja, so stilvoll, nicht?« »Und sieh mal, was für goldige kleine Schalen, in die wird das Geld gelegt, während man spielt. Ich hätte sie nicht zu nehmen brauchen, sie gehörten nicht direkt dazu. Aber ich finde es einfach scheußlich langweilig, wenn man nicht um Geld spielt, nicht wahr?« »Ja, grässlich«, entsetzte sich Ulvina. »Aber deine Mama spielt wohl nie um Geld, nicht?« »Mama? Du lieber Himmel, niemals! Mama ist viel zu altmodisch für so etwas. Aber ich werde ihr einfach erzählen, der Weihnachtsmann wollte die Geldschälchen unbedingt dazu tun.« »Sicher glaubt sie auch an den Weihnachtsmann, genau wie meine Mutter?« »Natürlich, felsenfest«, erwiderte Clarisse. Und dann fuhr sie fort. »Wie wär's, wenn wir ein Spielchen machten, mit doppeltem Strohmann auf französische Art? Oder, wenn du möchtest, norwegischen Skat? Das kann man auch zu zweien.« »Gut«, sagte Ulvina, und im Handumdrehen waren sie ins Spiel vertieft. Neben sich hatten sie ein paar Geldstücke von ihrem Taschengeld aufgestapelt. Etwa eine halbe Stunde später saßen alle Mitglieder der beiden Familien im Wohnzimmer. Aber selbstverständlich sprach keines von den Geschenken. Und überhaupt waren sie viel zu sehr damit beschäftigt, die herrliche große Bibel zu betrachten, eine Ausgabe mit Landkarten, die von der Familie Jones für den alten Großvater gekauft worden war. Alle waren begeistert von dem Gedanken, dass Großvater jetzt im Nu und wann er nur wollte, jeden Ort im Heiligen Land nachsehen konnte. Großvater jedoch, der ganz oben in seinem eigenen Zimmerchen saß, besah sich gerührt die Geschenke, die vor ihm standen. Das war eine wunderschöne Whisky-Karaffe, außen mit Silberfiligran und innen mit Whisky, für Mr. Jones bestimmt und für den kleinen Edwin eine nickelplattierte, prächtige Mundharmonika. Spät in der Nacht erschien der Jemand oder der gute Geist, den man Weihnachtsmann nennt, nahm alle Geschenke und verteilte sie in die verschiedenen aufgehängten Strümpfe. Und da er vor Alter nicht mehr gut sehen konnte, gab er die Geschenke den verkehrten Empfängern, nämlich so wie ursprünglich vorgesehen. Doch am nächsten Morgen, dem Weihnachtsfeiertag, kam alles wieder in die Reihe, genau wie immer.
denn um 10 Uhr vormittags spielten Mr. Brown und Mr. Jones mit der Eisenbahn, ihre Frauen nähten Puppenkleidchen, die Jungen rauchten Zigaretten und Clarisse und Ulvina spielten Karten mit ihrem Taschengeld. Und oben, ganz oben in seinem eigenen Zimmerchen, trank Großvater Whisky und spielte Mundharmonika. So, dass also Weihnachten, wie es ja immer der Fall ist, schließlich doch zu allseitiger Befriedigung verlief. Schönen Tag noch!